Ich habe gerade mal geschaut, ob alles klappt mit der Aufnahme und es scheint auch alles zu klappen. Also es lief jedenfalls alles und hat alles angezeigt. Das heißt, so weit, so gut. Da haben wir noch, noch was auf dem Tisch, was wir gleich mal benutzen werden. Ich lasse Gracie lieber wissen, dass ich schon wieder an einem Fall arbeite. Gut. Dann haben wir noch ein Telefon, aber ich wüsste gerade nicht, wen wir anrufen sollten. Wen soll ich denn anrufen? Genau, das meinte ich ja gerade. Autoschlüssel, das ist nie verkehrt zu haben. Das bin ich, Gabriel Knight. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich seine Jacke nehmen, aber das macht er schon automatisch. So. Dann sind wir jetzt mal vor dem Haus. Da geht's, glaube ich, wieder rein. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen in Schuss zu halten. Da ist das Auto, aber wir wollen jetzt erstmal noch nicht wegfahren. Hier geht's weg. Rüber und hier geht's rüber. Netter Brunnen ist das. Ein Wassertrog. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Okay, da haben wir einen Pfotenabdruck. Mann, so groß wie meine Hand. Da können wir aber noch nichts weitermachen, aber wir kommen gleich wieder. Wie ich schon sagte, ich habe es schon mal durchgespielt und ich weiß es gerade jetzt hier ab der Anfang noch relativ gut, was Sache ist. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. Hier war es wahrscheinlich dann auch, wo das Mädchen überfallen worden ist. Fell vom Wolf, rötliches Fell. Etwas ist hier gewesen. Vielleicht das Ding, das Hubers Tochter getötet hat. Schauen wir uns das im Inventar doch ein bisschen näher noch an. Sieht für mich wie rötliche Haare aus. Ich werde Ihr jemanden für eine Analyse brauchen. Sieht für mich auch noch rötliche Haare aus. Und jemand für Analyse ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube nicht, dass da Gabriel so besonders gut drin ist. Jetzt gehen wir noch hier rüber. Was haben wir da? Zement. Ich könnte mich ja täuschen. Aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Ich habe es abgebrochen. Entschuldigung.
So, wisst ihr schon, was wir mit dem Zement machen? Das ist auch sehr schön. Er hat jetzt einen Eimer in der Hand. Der ist doch ein bisschen zu groß, um es ins Inventar zu tun. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht gemacht. So, dann nehmen wir doch einen, naja, Gipsabdruck nicht, eher Zementabdruck, aber ich denke, das sollte im selber drauf rauskommen, ob es jetzt Gips oder Zement ist. Das ist hier eigentlich relativ egal. Denke ich mal. In diesem Fall jedenfalls. Das muss jetzt erstmal fest werden. So, dann gehen wir doch nochmal rüber. Nichts Interessantes drin. Bis auf das, was wir gerade reingemacht haben. Was ich sagen wollte, dann gehen wir doch einfach mal rüber. Wahrscheinlich ist es mittlerweile schon getrocknet und wir können es einfach mitnehmen. Und jetzt haben wir einen schönen Abguss von einem Pfotenabdruck. Er ist riesig. Wenn ich bloß wüsste, ob das normal ist oder nicht. So, und in dem Fall benutzen wir die Schlüssel mit dem Auto und fahren davon. Zur U-Bahn, hätte ich gesagt. Oder Straßenbahn in dem Fall eher. So, hier haben wir eine Straßenbahn, Haltestelle. Da ist der Huberdorf. Ne, da ist der Zoo. Wenn er fragt, woher ich das weiß, hier oben stehen die Sachen drin, wo was gerade ist. Marienplatz und Polizeirevier. Wenn ich jetzt hier auf Tipp anklicke, dann zeigt er mir noch nicht erledigte Aufgaben im Kapitel an. Das heißt, ich habe eigentlich überall noch etwas zu tun. Auch wenn ich gedacht hätte, da hätten wir jetzt alles schon. Ah, gut. Fahren wir erstmal zum Polizeirevier, hätte ich gesagt. Ja? Wo ist was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Guten Tag. Sind Sie hier der Chef sonst Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was wollen Sie denn von mir? Na, super. Leber? Kriminalkommissar Leber? Ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer? Sie sind... Was? Ich? Oh, ja. Ich? Richtig. Na endlich. Autor. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Kommissar Leber, bitte. Sie, da möchte ich noch einen Bierer verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen Ausrichter, hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht.
Nein! Der hat nämlich einen Hafer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen. Sie brauchen ja nur bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Richtig, danke. Tja, Bücher lesen sowas. So, das war das Polizeirevier. War aber klar, dass uns der Leber nicht empfängt. Er ist ja nicht unbedingt gerade Mausley, der ein Freund von uns ja ist, beziehungsweise von Gabriel. Hier hat man allerdings vom ein relativ nettes Teil verpasst. In der englischen Fassung redet er nämlich auch Deutsch und da kommt es noch richtig gut rüber, warum Gabriel den nicht versteht. Ich meine, mit dem Bayerisch ist es genauso, aber ja gut. Zumindest, das hier ist fertig. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zum Marienplatz hin. Wenn ich mich jetzt nicht ganz so täusche, gibt es da nämlich eine Poststelle, so dass wir den Brief abwerfen können. Was ich mich frage, ich war noch nie in München, ich frage mich echt, ob das hier wirklich so aussieht. Also ob das originalgetreu ist oder originalgetreu nachgemacht worden ist oder ob das alles nur quasi Kulisse ist, dass es so gar nicht dort aussieht. So, was haben wir da? Hackfleisch. Klingt ja lecker. Weißwurst. 6 Mark. Blutwurst. Leberkäse. Schweineinnereien. Das heißt so lecker oder eher... egal. So, was gibt's denn Gutes? Die Weißwurst ist sehr gut. Und zwei Würst. Ich überleg's mir noch. Okay, falls wir Weißwürste brauchen oder anderes Zeug, wissen wir, wo wir das finden. So, da hinten können wir noch reingehen. Da geht's wieder zurück, glaube ich. Komm mal, ein Schild können wir anschauen. Übergrau. Den kennen wir doch. Der hat uns ja den Brief geschrieben und gesagt, wir sollen mal vorbeikommen. Also machen wir das. Ja. Herr Knight ist hier, um Sie zu sehen. Herr Knight? Ach ja. Ja, schicken Sie doch herein. Mr. Knight, gut, dass ich Sie endlich kennenlerne. Freut mich ausgesprochen. Bitte, kommen Sie doch herein, nehmen Sie Platz. Herr Übergrau. Mann, Sie sind ja noch feucht in den Ohren. Wie bitte? Oh, mein Alter. Wissen Sie, ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht. Oh, ich? Nein. Ich hatte einfach noch nie einen Familienanwalt. Ich habe jemanden wie Liebling Kreuzberg erwartet. Sie wollen also endlich die Stadt München besuchen, ja? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Tja, sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Meine Sekretärin und ich stehen zu Ihrer Verfügung. Danke. So, dann, haben wir hier irgendwie was? Nö. Dann hätte ich gesagt, reden wir einfach mal mit ihm.
Ah ja, genau so war das hier. Fragen wir ihn über sich selber mal aus. Ich vermute, das ist Ihr Name auf dem Schild. Wie bitte? Übergrau, Höffen und Schnell. Ach, eigentlich nicht. Es ist die Kanzlei meines Großvaters. Ich bin nur der Juniorpartner. Oh, Herr Knight, die Tatsache, dass ich für Ihre Familie arbeite, soll keine Beleidigung sein. Ich bekam die Aufgabe, weil ich Jura in Harvard studiert habe, wissen Sie. Wissen Sie, es ist mir egal, ob Sie der Juniorpartner oder der Bote sind. Bin froh, dass sich überhaupt jemand um den Papierkram kümmert. Also, ich versichere Ihnen, unsere Kanzlei hat den größten Respekt. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank. Gut. Sollen wir mal über München oder das Ritteranwesen erstmal fragen? Die verstümmelten Leichen würde ich ganz am Schluss hinschieben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal über das Ritteranwesen. Sie haben geschrieben, dass die Eintragung mit dem Ritterbesitz geklappt hat? Oh ja, es war nicht ganz einfach nachzuweisen, dass Sie der legitime Erbe sind. Das ist jetzt alles geregelt. Ich muss Ihnen sagen, wir haben angefangen, uns ernste Sorgen um den Besitz der Ritterfamilie zu machen. Nun, tja, wir hatten das Prinzip, mein Großvater führt es ein, dass wir wichtigen alten Klienten die Gebühren gestundet haben. Dummerweise ist die Regierung nicht so großzügig. Es war wie ein Wunder, als Sie auftauchten, Mr. Knight. Verlorener Sohn rettet Besitz. Ja, so könnte man es sagen. Es war wirklich, also für die Ritters jedenfalls, ein wahrer Segen, dass er gekommen ist. Naja, und dass er das Geld hat mitgehen lassen, diese paar Millionen von dieser Voodoo-Sekte. Ansonsten sieht es immer noch nicht gut aus. Gibt's was Spezielles über München zu wissen? Nein, Sie sollten keine Probleme haben. Sie haben ja schon etwas Deutsch gelernt, nicht wahr? Sie sind doch schon fast ein ganzes Jahr hier. Nein. Ich meine ja, es war schon fast ein Jahr. Aber mit dem Lesen und dem Rechtschreiben habe ich es nicht so. Ach, egal. Die meisten Deutschen sprechen ein bisschen Englisch. Wenn Sie etwas übersetzt haben wollen, bringen Sie es zu mir. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut zu wissen, falls man was übersetzt haben will. Und, wie man sieht, es spielt schon ein Jahr nach dem Dings, nach dem ersten Teil. Wissen Sie was über die verstümmelten Leichen? Die verstümmelten Leichen? Also nein. Oh mein Gott, Herr Knight, ist es das, was Sie hier untersuchen? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, wissen Sie. Wirklich? Das ist wirklich mehr als die Pflicht verlangt. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Detektivromane. Philip Marlowe, all das. Die Voodoo-Morde, die basierten doch auf einem wirklichen Fall, nicht wahr? Entfernt. Sie wissen also nichts von den verstümmelten Leichen? Ja, nur dass die vermissten Zoowölfe auf dem Land Menschen angefallen und teilweise gefressen haben. Wenn Sie diesen Fall untersuchen, Herr Knight, wäre es mir eine große Freude, Ihnen zu helfen. Es ist aufregend, nicht wahr? Sie haben doch nicht vor, sich zu nah an die echten Wölfe zu begeben, hoffe ich. Nein, lieber nicht. Danke für das Angebot. Vielleicht komme ich drauf zurück. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall. So, ich denke, hier sind wir fertig. Das heißt, wir gehen schon mal raus wieder. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall jemanden, der uns helfen kann bei gewissen Dingen. Wie Übersetzungen oder dergleichen. So, was haben wir sonst noch alles? Da haben wir nichts mehr. Nichts mehr. Da haben wir noch was. Ein Schaufenster. Kuckucksuhren. Für die amerikanischen Touristen. Also für uns. Beziehungsweise Gabriel. Vielleicht später. Ich habe im Augenblick wichtigere Dinge im Kopf. Also keine Uhr. Dann schauen wir uns doch weiter um.